Die, aber großer Bruder, wo lebt er denn? Auf Lunaris, wo sonst? In Ordnung, dann lasst uns dorthin gehen, aber wie stellen wir das an? Willi, hast du eine Ahnung? Es ist mir ein wenig peinlich, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wie ich hier gelandet bin. Dann können wir diesen Plan streichen. Es war mein erstes Mal als Schmetterling, also war schon das Fliegen sehr schwierig genug. Ein Anfängerschmetterling. Mir scheint, die Überlast, überseht da alle etwas. Ich spreche vom Schiff der Göttin, das im Urforst entdeckt wurde. Das ist das Schiff, auf dem die Göttin von Lunaris nach Riviera gereist sein soll. Hast du das vorhin gemeint, Pino? Ja, allerdings weiß ich nicht, ob es funktioniert. Oh, das ist eine gute Idee. Sobald es repariert ist, können wir aufbrechen. Die Reparatur wird gewiss kein Problem sein. Allerdings wird das Schiff leider nicht fliegen können. Hä, warum nicht? Spielst du mit uns, Hugo? Uns erst Mut zu machen und nur um ihn zu zerstören? Die Sache ist die, das Problem, warum es nicht fliegt, befindet sich nicht in der Maschine selbst. Es fehlt der Treibstoff. Der Antrieb scheint Technologie zu verwenden, wie sie nur auf Lunaris vorkommt. Ich fürchte, wir werden das Schiff ohne einen leistungsfähigen Schwebestein nicht fliegen können. Mit diesem Schwebestein lassen wir alle Luftschiffe fliegen, stimmt's? Das ist richtig. In dem Fall sollten wir die Welt nach allen Schwebesteinen absuchen, die wir finden können. Leider wird das nichts bringen. Meinen Berechnungen zufolge würde selbst alle Schwebesteine Revieras nicht genug Kraft liefern. Es müsste schon ein Schwebestein von enormer Schwebekraft sein. So etwas zu finden klingt nach einem Wunschtraum. Sag mal, Andy, sagt dir Emporia etwas? Ah, die legendäre schwebende Insel am Himmel. Dort könnten wir einen passenden Schwebestein finden. Ist das nicht nur eine Erfindung, ein simples Erbenmärchen? Ach ja, ich habe sie in einem Bilderbuch gesehen. Die hatten Schriften von einem Magik berichten davon, allerdings nur als Legende. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie ein echter Ort in Riviera sein könnte. Nur mal angenommen, dieser Ort existiert wirklich. Wo fände er sich dann? Emporia existiert wirklich. Sie ist real. Ich weiß es, weil ich sie selbst gesehen habe. Wer ist der Mann? Eure Hoheit, ich bin Falk und war eins der bedeutendsten Piloten von ganz Castell. Und du behauptest, Emporia gesehen zu haben? Ich habe sie gesehen, so sicher wie ich lebe. Und das macht natürlich alles einfacher. Sag uns doch bitte, wo diese Insel liegt. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich habe sie gesehen, als ich noch jung war. Ich kann mich nur noch schlecht erinnern. Aber sie existiert. Sie schwebt im Himmel wie eine Wolke. Habt ihr verstanden? Sie existiert. Mein Herr, hier findet eine Versammlung statt. Niemand darf hier ohne Erlaubnis rein. Wie war das, junger Mann? Ich darf nicht rein, aber du hast mich doch gerade reingelassen. Nein, du bist hier nur so forsch reinmarschiert. Ich habe einfach angenommen, du seist flüchtig. Was? Willst du eindeutig sein, nicht wichtig? Ach, na gut. Ich habe meinen Satz schon gesagt. Nun, das war ziemlich überraschend. Wer war der alte Mann? Sein Name ist Falk, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss mich an Piloten im ganzen Land wenden, um etwas über das Schiff der Göttin herauszufinden. Er war einer von ihnen. Sein Auftreten hier muss ein Missverständnis seinerseits gewesen sein. Er ist ein alter Kerl im Ruhestand. Glaubst du, er sagt die Wahrheit? Ich glaube nicht, dass er sich das nur ausdenkt. Schriften aus der Zeit, als die Göttin unter uns lebte, beschrieben eine Irgendsinsel. Aber unsere Aufzeichnungen enthalten keine solche Insel. Sie scheint auf keiner Karte zu sein, was eigentlich nur einen Schluss zulässt. Du meinst, diese Irgendsinsel könnte Emporia sein? Theoretisch ja. Existenz und Position von Emporia sollten untersucht werden. Ich denke, eine Unterbrechung wäre angemessen. Wir werden später weiter ratschlagen. Puh, ich war so nervös, dort vor allem zu sprechen. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Weißt du, ich denke ständig darüber nach, was der alte Pilot gesagt hat. Es klang nicht so, als hätte er das erfunden. Was sie da die Versammlung unterbrochen ist, warum sprechen wir nicht einmal mit ihm? Natürlich kommt ausgerechnet die einzige Person, die diesem Ball nicht geraten ist, also nicht geladen ist, ist natürlich genau die Person, die genau etwas über das Thema weiß, wo kein anderer Mensch in diesem ganzen Land, in ganz Riviera wissen würde, was das ist. Also der einzige Mensch in ganz Riviera, der diese Insel jemals gesehen hat, kommt natürlich genau in dem Moment in diese Halle reingestürmt, ohne eingeladen zu sein. Zufall. Egal. Falk, wir kommen. Wahrscheinlich ist sein kleiner Assistent derjenige, den wir am Anfang im Tutorial gesehen haben, und der wird uns dorthin geleiten. Stimmt es oder stimmt es nicht? Wir werden es dann rechtzeitig erfahren. Da ist er schon. Was wollt ihr? Hallo, wir müssen über Emporia sprechen. Ha, als ob ihr mir glauben würdet. Immer wenn ich davon erzähle, wie ich Emporia gesehen habe, lachen mich die Leute aus. Wir werden dich nicht auslachen. Bitte, wir möchten wirklich etwas über diesen Ort erfahren. Kannst du bitte mehr über Emporia erzählen? Es ist das erste Mal, dass jemand zu mir kommt, um mich danach zu fragen. Na gut, ich erzähle euch. Es geschah, als ich jung und voller Träume war. Ich werde niemals die stürmische Nacht vergessen.
Dunkle, düstere Wolken verhüllten die Sicht auf Lunaris. Grollender Donner ließ die Erde darunter erbeben. Ein mutiger Jungspund steuerte sein Schiff gekonnt durch die turbulenten Winde. Und dieser Jungspund hieß Falk, der junge, idealistische Starpilot Falk. Der Held dieser Geschichte, Falk, der ritterliche und galante Falk, der unverschämt attraktive und doch bescheidene Falk, der Top-Athlet und Akademiker Falk, der Starkoch und geistige Anekdotenerzähler Falk, der rüstige und lebensfrohe Frauenheld Falk. Klingt, als hätten wir eine lange Geschichte vor uns. Und das war's, meine Kinder. Kurz gesagt, Emporia ist irgendwo da draußen. Oh nein, ich scheine zwischendurch eingeschlafen zu sein. Ich hatte einen Traum. Ach, normalerweise beschuldigen mich die Leute, geträumt zu haben, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich, alter Mann und mein hoffnungsloser Traum, keine Schüler mehr da, um mir zu helfen, ihn zu erfüllen. Heißt das, du hattest mal ein paar Schüler? Die hatte ich früher mal und nicht nur ein paar. Aber niemand will mehr fliegen und das alles wegen dieser elenden verdammten Steine. Meine Schüler haben mich alle mählich verlassen, der letzte ist vor langer Zeit gegangen. Und mit ihnen verließ mich meine Träume, dass er je einen Weg nach Emporia finden würde. War es wirklich so ein vielversprechender Schüler? Er war ein Flugass. Schon als kleines, süßes Kind kam er in meine Werkstatt zum Spielen. Eines Tages brachte ich ihm bei, wie man ein Luftschiff steuert. Ich tat es eigentlich nur aus Spaß. Dieser trickreiche kleine Gauner wartete, bis ich nicht hinsah und hob mit meinem Flugschiff ab. Er drehte 300 im Himmel, bevor er wieder sicher landete. Was für ein Teufelskerl er doch war. Aber er verließ mich vor langer Zeit. Er sagte, er würde zurückkehren. Ich wartete, doch ich habe nichts von ihm gehört. Vermutlich hatte er genug von diesem alten Spinner. Aber er ist doch immer dein Schüler, oder? Weißt du, wohin er gegangen ist? Er ist nicht mehr mein Schüler. Entschuldigt, ich hätte nicht so schreien sollen. Er hat angeblich ein Zimmer bei Mac gemietet. Ihr könnt ja nach ihm schauen, wenn ihr wollt. Ich bin euch dankbar, dass ihr mich besucht habt. Merkt euch bitte eine Sache. Emporia existiert. Mac, Zimmer. Jetzt. Ich habe ja noch nicht genug gequasselt. Mac. Du bist mir wichtig für die Story. Hättest du das selber mal erwartet? Ich glaube nicht, oder? Hast du mal erwartet, wichtig für eine Story zu sein? Oh, der Schüler von Falk, das ist Fink. Falk hat den Jungen immer in den Himmel gelobt. Aber eines Tages entschied er sich, Castell einfach zu verlassen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Weißt du, wohin er gegangen ist? Lass mich mal überlegen. Ah ja, er sagte, er wollte nach Puerto gehen. Dort sind Luftschiffe am beliebtesten. Rivieras Himmelsaffen, wie Jugendliche sagen. Er ist also in Olivia-Stadt. Marcy, denkst du, dass der junge Pilot auf der Suche nach Emporia dorthin gegangen ist? Ich meine, um Falks Traum wahr werden zu lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte das getan haben. Er war ein sehr ehrlicher und engagierter Junge. Ach ja, nun, dann ist es, dann ist an meiner Vermutung sicher was dran. Marcy, lass uns mit Olivia sprechen. Danke, Mac. Pass auf mich auf. Das werden wir. Dann rennen wir nach Olivia. Ein Hin und Her. Schön, dass die Story langsam anzieht, aber mit Anziehen der Story wird auch langsam was gequatscht ein bisschen mehr und so langsam merke ich halt wieder den Nachteil an nicht synchronisierten Spielen, dass man sich selber als Let's Player dabei alles, was man besitzt, aus dem Rachen schreit. Ich denke, nach dieser Aufnahmesession werde ich erstmal 3 Tage nicht mehr sprechen können, weil ich die ganze Zeit nur am Quatschen bin, ohne Pause. Jetzt wieder zu viele Leute, gleich werde ich selber sprechen, Stimme verwenden. Ach, so ist das also. Falks Lehrling ist also wirklich vielleicht auf der Suche nach Emporia nach Puerto gegangen. Das nenne ich zumindest an. Selbst wenn es so ist, gibt es keine Garantie, dass er solch einen Ort finden kann. Aber ich glaube, Falk, er hat die Wahrheit darüber erzählt, Emporia gesehen zu haben. Na, nun gut, vertrauen wir dieser Intuition. Die Versammlung wird fortgesetzt, es gibt noch viel zu besprechen. Währenddessen werdet ihr Informationen über Emporia sammeln. Verstanden. Dafür müssten wir erst einmal diesen Fink finden. Griesgram weiß vielleicht mehr über ihn. Griesgram. Oh, das wäre hilfreich, aber wer ist dieser Griesgram? Er ist ein Luftschiffpilot, nicht wahr, Andy? Das ist richtig, allerdings. Ja? Nein, nichts. Ihr findet ihn vermutlich in der Coquina Rica. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, fragt Luciano. Alles klar, danke. Wenn ihr mich nur für einen Moment entschuldigt. Meine Güte, das wäre überraschend. Du bist wirklich ein seltsames Mädchen, oder? Ein seltsamer Schmetterling, schwer zu sagen. Diese Form ist viel bequemer. Na gut, ihr alle, wir gehen nach Puerto. Vater, kann ich mit ihm gehen? Nicht dieses Mal, mein Schatz. Dein Vater hat recht, wir haben Gäste aus ganz Riviera. Es wäre undenkbar, wenn die Prinzessin von Castell das Schloss zu seinem Zeitpunkt verlassen würde. Ach, stell dich auf Vaters Seite, Mutter. Marcy und Julia, wir zählen auf euch beide.
Es ist Zeit, das Geheimnis von Emporia zu lüften. Wir sehen uns alle später. Marcy, gehen wir. Oh ja, bevor wir noch weiter quasseln müssen. Wenn wir jetzt schon eine Wohnung in Puerto hätten, könnten wir da ganz schnell hinreisen. Und falls wir noch einmal in diese Gelegenheit kommen, werde ich mir, glaube ich, wenn wir jetzt eh nach Puerto reisen, auch gleich mal bei der Gelegenheit die Wohnung dort kaufen. Dieser Grieskram ist also Puertos Chefpilot, was? Ich frage mich, wie er so ist. Wir finden ihn angeblich in der Coquina Rica. Weißt du, wo das ist? Wenn nicht, frag Luciano. Es ist ein weiter Weg bis nach Puerto, aber mit dem Luftschiff kommen wir nur dorthin. Grieskram hört sich nicht so an, als wenn es ein sehr sympathischer Zeitgenosse wäre. Marcy, gehen wir nach Puerto. Werden wir jetzt nochmal überall hingeschickt? Wir müssen jetzt nochmal in Castell umgucken, dann müssen wir nochmal nach Puerto, nicht, dass wir nochmal nach Almagique und nochmal ins Wald reichen müssen. Nur Gequassel. Es hat tatsächlich extrem stark zugenommen seit Almagique mit dem Gequassel. Also seitdem ist wirklich in den Story-Episoden wirklich nur noch Story und gar kein wirklicher Kampf mehr oder so, gar keine neuen Gebiete mehr erobern, einfach nur von einem Gespräch ins nächste Gespräch, ins nächste Gespräch, ins nächste Gespräch, was ich ein bisschen schade finde eigentlich, weil so ist es in letzter Zeit wirklich so gewesen, dass ich offscreen die Kämpfe gemacht habe und aber ein Gebiet, in dem wir schon waren, deswegen hat sich halt auch nicht gelohnt, das aufzunehmen und ja, immer wenn ich aufgenommen habe, kam nur Gequassel. Aber wie gesagt, gehört ja auch irgendwie dazu. Und der Fall führt uns wahrscheinlich nur nach Luciano und nicht direkt zu der was weiß ich. Gut, bevor wir zu Luciano gehen, kaufen wir uns, wie gesagt, kurz die Wohnung hier. 50.000 sind für uns nichts mehr. War das nicht hier das Haus? Nee, das Haus war da drüben. Auf der östlichen Seite, ich erinnere mich. Dann gib her, hier, weil wir haben. Ja, ich unterschreibe. Ja, gib her. Vielen Dank. Wir haben ein Haus. Ein drittes. Warum auch nicht? Warum sollte man nicht drei Häuser auf einer Welt haben, die gerade auseinanderbricht? So, hier schmeißen wir einfach nochmal kurz alles an Möbel rein, was wir nicht in Almagique schon gelassen haben. Also hier ein Bett und einen Schrank. Und ein Beistelltischchen. Und einen Stuhl. Haben wir auch einen Tisch. Nehmen wir noch so einen Beistelltisch. Dann kann ich da an beide Seiten einen Piratenstuhl dranstellen. Haben hier noch einen Esstisch. Der kann dann hier unten in die Ecke und da kann dann noch ein normaler Stuhl dran. Die Sultanlampe passt dann doch eher nach Almagique. So, dann haben wir hier noch ein Perlschränkchen, was wir da hinstellen können. Das passt hier zwar auch eigentlich überhaupt nicht rein in die Wohnung, aber was soll's. Haben wir das hier in der Mitte. Noch eine Kiste in der Ecke. Und das war's auch. Oh Gott, lass mich hier raus. Die haben angefangen zu singen, ich bin hier weg. So, und wir schnappen uns jetzt den guten Luciano. Du wirst jetzt hoffentlich sagen, wo dieses Cookie irgendwas ist. Oh, oder wir sind beim Cookie irgendwas. Und wer seid ihr? Diese wackelige Person hier müsste Grieskram sein, glaube ich. Als zum Cookie ist ein Dyson, spricht der Schmetterling. Er steigt mir schon zu Kopf, so viel Weizensaft. Dein Gehör ist in Ordnung, mein Freund. Ich bin wirklich ein sprechender Schmetterling. Denkst du, du kannst mich aus den Socken hauen, nur weil ich ein bisschen unsicher auf den Beinen bin? Ein sprechender Schmetterling, na klar doch. Ein Zaunkönig vielleicht, weil ja, er König ist. Zaunkönige sprechen doch nicht. Das wäre doch albern. Was? Zaunkönige können das nicht? Ja, ja, ich meinte Ameisenjungfern. Ameisenjungfern sprechen auch nicht. Ja, gut, Mädel, da hast du recht. Briefkästen flappern mit ihren Klappen und so. Nein, sie, na gut, sprechen der Briefkästen. Gut, warum nicht? Geh ich dir auf die Nerven? Tut mir leid. Willst du was essen? Olivia sagte, wir fänden hier den Chefpilot dieser Stadt.
Also habe ich jemand Verlässliches erwartet. Du bist bestimmt nicht Grießkram, mein Fehler. Ich bin Grießkram. Vater! Hä? Sieh doch nur mal wieder an. Mach dich hier nicht über andere lustig und dich selbst unglücklich. Also, du bist Aurora. Du wirst mir bestimmt mal wieder wegen Lakien die Ohren feuern, Mann, was? Ja, doch, was weißt du schon? Du bist doch nur ein Kind. Ach, komm schon, Vater. Verzeihung, ist Grießkram dein Vater? Ja, und wer seid ihr? Hier haben wir sie aus Castell hierher gekommen. Wir suchen nach einem Piloten namens Fink. Kennst du ihn zufällig? Ihr sucht nach Fink? Er wohnt in unserer Werkstatt. Ach du meine Güte, wirklich? Seid ihr Freunde von ihm? Ich kann euch zu ihm bringen. Ja, aber was ist mit deinem Vater? Ach, der wurde 60 Jahre. Es geht ihm gut. Macht euch ihm keine Sorgen, er ist heutzutage immer so. Ich bin Aurora. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Julia, das ist Marcy. Nehmen wir mal an, sprechende Schmetterlinge sind in Castell nichts Ungewöhnliches, oder? Hä? Was meinst du? Vergiss es, gehen wir. Die Werkstatt ist an der Ostseite des Hafens. Aurora ist unserer Gruppe beigetreten. Alles klar. Einmal wieder eine weibliche Begleiterin. Wie soll es auch anders laufen? Hier sind halt die Frauen die Kämpfer. Während wir als Protagonist in der Theorie auch weiblich hätte gewählt werden können. Halt der einzige männliche Kämpfer ist, den wir bislang unterwegs hatten. Außer Damon, der war mal kurz dabei. Und sein komischer Diener war mal kurz dabei. Der einzige männliche der Sidekick, den wir hier länger mal unterwegs hatten, war der überhaupt nichts konnte. Dieser komische Typ, der den Sultan herausfordern wollte. Dessen Namen ich jetzt schon wieder verdrängt habe. Glücklicherweise. Und ich bin falsch gelaufen. Nach Osten. Sollten wir hier... Dort, wo auch die Flugschiffe ablegen. Wo haben die ihre Werkstatt? Dies ist unsere Werkstatt. Es tut mir leid, wegen vorhin. Vater ist in letzter Zeit so ein Wrack. Man sollte nicht glauben, dass er als Mechaniker in ganz Puerto berühmt ist. Fink war ursprünglich auch hierher gekommen, um Vater kennenzulernen. Aber Vater wollte ihn nicht zuhören. Fink tat mir so leid. Also habe ich ihn in der Werkstatt wohnen lassen. Seitdem hilft er hier aus. Ach, so war das. Fink ist wirklich motiviert. Mir scheint, er arbeitet richtig hart an etwas. Wenn nur das nicht passiert wäre, würde Vater Fink bestimmt helfen. Hey, was ist denn nur passiert? Ah, vergesst es. Fink sollte drin sein. Warum reden hier alle immer um den heißen? Warum erzählt uns nicht einfach irgendjemand irgendwas? Alle reden immer irgendwas drum. Ach, ist nicht wichtig. Ach, ist nicht wichtig. Und dann hören wir es irgendwie erst ganz viel später, kapiert man es. Das fängt auch langsam an zu nerven. Fink, du hast Besuch. Wer ist es? Hallo. Ich bin Julia und das ist Marcel. Es mag ein wenig überraschend klingen, aber wir wollen nach Emporia reisen. Falkan erzählt, dass Emporia wirklich existiert. Er sagte, er habe die Insel während eines Fluges in stürmischer Nacht gesehen. Und so haben wir uns gedacht, als sein Schüler würdest du vielleicht noch immer nach Emporia suchen. Ihr habt mit dem alten Falk gesprochen? Hier kommt also aus Castell, was? Und ihr glaubt den alten Geschichten vom alten Falk? Das ist gut. Die meisten Leute lachen ihn einfach aus, wenn er sie von der Existenz der Insel überzeugen will. Ich wollte es diesen ungläubigen Häufen zeigen, indem ich Emporia finde und sie allen beweise. Bitte lass uns helfen. Wir müssen wirklich nach Emporia gelangen. Wir müssen da etwas Wichtiges tun und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Welt... Bist du für etwas? Wovon redest du? Nur die Sache ist die. Anders gesagt, braucht ihr einen extrem starken Schwebestein, um das Luftschiff zu benutzen. So ist es. Das ist ein wenig seltsam. Ich kenne einen anderen sprechenden Schmetterling, der genau dasselbe gesagt hat. Einen anderen Schmetterling? Oh. Der andere Schmetterling hilft uns, seitdem sie plötzlich aufgetaucht ist. Dank ihr können wir den Standort von Emporia ziemlich genau bestimmen. Sie sollte jeden Moment zurückkommen. Ich glaube, ich weiß, wer dieser andere Schmetterling ist. Oh, Fink, ich bin zurück und ich bin so müde. Kannst du mir den Nacken massieren? Ist so verspannt. Ach ja, Schmetterlinge haben keinen Nacken. Noelia? Julia? Hallo, Noelia, das sind Julia und Marcy. Sie wollten mich sprechen, aber warte mal, kennt ihr euch etwa? Naja, das könnte man so sagen. Was macht ihr denn überhaupt hier?
Wir wollen nach Emporia reisen. Wir dachten, Fee könnte uns dorthin bringen. Ist es das, was du... Pah, das sieht dir ähnlich. Du kommst her und willst unsere harte Arbeit für dich nutzen, du Blutegel. Du willst wirklich schamlos, weißt du? Nein, das ist nicht... Nur, ihr seid nicht so gemein zu unseren Gästen. Aber hör mal, Fink, dieses Mädchen ist... Melia, bitte. Na gut, na gut. Ich wollte sie nur etwas aufziehen. Ich möchte mich in aller Form für Lydia entschuldigen. Hey, das ist nicht nötig. Ihr habt meine Begeisterung völlig ruiniert. Jetzt, da wir endlich nach Emporia reisen können. Was? Oh, hast du das Problem mit dem Treibstoff lösen können? Ja, ich habe sichergestellt, dass es ausreicht. Also, hast du endlich genug von ihnen zusammengetragen? Gut gemacht, Noelia. Da jetzt schon alles bereit ist, willst du es ausprobieren, Aurora? Ja, klar. Nun kann der Schwebestein endlich fertiggestellt werden. Warte, dafür hast du all diese verdammten Steine gesammelt. Diese Information ist als bedeutend eingestuft. Und ihr seid nicht gerade bedeutend aus. Oh, lass das Erwartungsvolle flattern. Na schön, ich werde es erklären. Juhu, danke. Ich denke, wir können mit unseren Kräften kaputte verdammte Steine zurück in den Himmel schicken. Du meinst, nachdem sie zerbrochen sind und ihre Dunkelheit verschwunden ist? Genau, im Prinzip versuchen wir einen Schwebestein aus verdammten Steinsplittern anzufertigen. Was könnt ihr machen? Ja, Fink fand heraus, dass es möglich ist. Nur dir taucht da etwa zu dem Zeitpunkt auf, als ich es herausfand. Wahnsinn, ich hatte ja keine Ahnung, dass man aus verdammten Steinen Schwebesteine machen kann. Ich war selbst überrascht davon zu erfahren. Aber wenn man darüber nachdenkt, sie haben einst im Himmel geschwebt. Was mich mehr schockiert hat, ist, dass sich ein Mädchen in einen Schmetterling verwandeln kann. Gehört ihr beiden derselben Art an? Ich meine,